Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ehrliche Ansage auf meine Art, kurze Ansprache. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Ach so, es geht weiter. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadellsektors verbleiben. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Alles klar. Gut, jetzt sind wir wieder auf der Normandy. Wunderbärchen. Karte der Galaxis, da gucke ich jetzt gleich mal drauf. Aber erstmal will ich mir noch mal mit unserer Crew ein bisschen labern. Mal gucken. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt als erstes dann hingehen. So, warte mal, was haben wir hier? Das ist der Fahrstuhl, da können wir unten ins Lager. Okay. Ist ein bisschen dunkel hier, oder? Muss man echt überlegen, ob ich... Oh, der Caden. Ah, hallo Caden. Auch lange nicht mehr gesehen. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Ja. Gut, also der hatte nicht viel zu sagen. Was haben wir hier? Da haben wir jetzt auch nicht so viel. Aha, Stasiskammer untergesucht, genau. So, warte mal. Da haben wir jetzt noch nichts. Donk, donk, donk. Die sitzen nur hier und halten Tratsch. Und lassen ihren Commander nicht mal teilhaben. Fahren wir kurz runter. Mann, sehe ich scheiße aus. Muss bei Mass Effect 2 geändert werden. Sondern das hier doch. Mit den Kieferknochen, die habe ich ein bisschen arg reingezogen. So, was haben wir hier Schönes? Brauchen Sie Vorräte? Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Sehr gern, Commander. So, was haben wir hier?
25.000 und wir haben nur 3.166. Nee, also da müssen wir echt ein bisschen... Ja. Da brauchen wir echt noch ein bisschen Kohle. Das heißt, wir müssen jetzt Missionen machen, dass wir da noch ein bisschen was haben. Ach, verdammt. Garus? Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadellsicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadellsicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadellsicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadelle wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadellsicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadellsicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Tja. Jetzt bist du halt eben bei mir unterstellt und nicht mehr der Zitadell-Sicherheit. So, warte mal. War da hinten noch wer? Oh, da ist der Rex. Na, Kumpel. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Schönes Schiff. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Jetzt zieren Sie sich nicht so. Nur ein paar Details, nicht so unfreundlich. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Wundervolle Geschichte. Ja, toll. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Tut mir leid, Rex. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen?
Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Bis dann, Rex. Shepard. Tja. Hat's schon nicht leicht. Armer Kerl. Techniker Adams. Hey, Commander. Wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind Sie wohl kaum hier heruntergekommen. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Okay. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zur Normandy natürlich. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Ah, da ist ja doch die Tali. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Ich möchte mehr über Ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen.
Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Na gut, okay. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja. Na gut, das war jetzt erst einmal Tully. Boah, ist ziemlich viel Konversation, aber ich will jetzt hier auch noch so viel wie möglich erfahren. So, der Garrus, den Hammer, der Rex Hammer. Was? Die Ashley, die ist auch da. Schnuckelpuppel. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, wir duzen uns. Früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Die Geats sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben keinen Laut von sich, sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Wegtreten, Chief. Sir? Wir duzen uns! So, jetzt aber denke ich mal, habe ich jetzt genug gebabbelt. Jetzt, wo wollte ich jetzt als nächstes hin? Boah, habe ich wieder über eine halbe Stunde. Immer so mit den Augen von der Seite so guckt. So. So, jetzt muss man die Karte dann aufrufen. Guck mal, da oben, da ist ja mein Zimmer, denke ich mal. Gibt es da noch irgendwas, was wir machen können? Wlup. Ach nee. So, warte mal, Map. Captain auf Brücke, Luftschleuse, da will ich nicht hin. So, jetzt. Ferros, Noveria. Wir wollen manchmal noch Aufträge machen. Und zwar begeben Sie sich in das Hydra-System des Agoros Roh-Clusters. Hydra Agoros Roh. Okay. Hab ich mit dem schon gebabbelt? Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Sir. Das hatte man auch über Nihilus gesagt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Wie sehen Sie zu Ihrem Einsatz auf der Normandie? Ich habe mich gleich nach dem Studium um eine... Das Hemmack, glaube ich, schon am Anfang. Verstärkung. Aber dass die Kolonie überhaupt noch stand, war natürlich Ihr Verdienst, Commander. Das war einfach unglaublich, wie lange Sie durchgehalten haben. Gute Arbeit. Das habe ich ja schon am Anfang. Das habe ich ja, glaube ich, schon am Anfang. Was? Vorbildlich und abtrünnig. Na, super. So, jetzt Hydra-System. So, warte mal, jetzt gucken wir mal. So, mit Rechtsklick zoomen, Linksklick heran. Ja, ja. Okay, Citadel, da will ich jetzt nicht hin. Ach du Heilige. Heiligsblechle. So, Noveria, Ferros. Ich will mal kurz dahin. Asteroid.
Ich bin ins Hydra-System. Wo ist denn das? Ist das da oben? Hawking Etta, Kepler, Randsektor, Armstrong-Nebel, Ferros, Hades Gamma, Artemis Tau, Exodus, Noveria, Sternus. Ich finde die Karte hier so geil. Kann man noch weiter hoch? Na. Warte mal. Begeben Sie sich in das Hydra-System des Argos-Roh-Clusters. Argos-Roh-Cluster. Century-System. Hawking Etta. Vielleicht können wir mal das erstmal als erstes. Century-System. Hawking Etta-Cluster. Vielleicht machen wir das erstmal zuerst. Hawking Etta-Cluster. So, Moment. Ja, hier haben wir nix. So, Hawking Etta Cluster, wo waren das? Artemis Tau. Hades Gamma. Oh, guck mal, Amazon. Amazon Prime. Entschuldigung. So. Eine Nachricht von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Was? Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skylianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln, oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Ich kümmere mich darum, Admiral. Saren zu finden bleibt ihre oberste Priorität, aber sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Dankeschön. Okay. Ach du Heilige. Okay, Armstrong-Nebel. Kepler-Randsektor. Newton! Er ist der Größte! Newton! So, dann haben wir hier Ferros. Die Ausgrabungsstätte. Im Voyage-Cluster, da ist nix. Gemini Sigma, da ist das nur der Hahn. Argos Roh, Noveria. Was haben wir da oben? Was war denn das noch einmal? Hawking Etta, da will ich doch hin. So, okay, dann machen wir mal das da. Yep. Wir machen jetzt erstmal das hier und gucken wir mal. Normandy. SR1. Boah, warum ruckelt denn das jetzt auf einmal so? Voll die Frame-Einbrüche. Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawking Etta Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Welchen Beweis haben Sie dafür, dass der Major gefährlich ist? Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianzabgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger.
Ich werde mich um Major Kyle kümmern, Admiral. Wir wollen nicht, dass es in ein Massaker ausartet, Commander. Aber Kyle ist gefährlich. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Gut. Jetzt haben wir hier Tamera. Oh, das sieht auch geil aus. Das sieht so geil aus hier mit diesem Sonnensystem. So, Kantra, Reskop. Oh Mann, hier gibt's so viele Sonnensysteme, ey. Alter, hier finde ich mich mal überhaupt nicht zurecht. So. Okay. Ja, da sind wir. Da ist die Citadel. Noveria. Was haben wir hier Schönes? Pax. Ach Gott, hier gibt's so viel Zeug. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ich glaube, ich beende jetzt sowieso erstmal die... Oder? Sollen wir noch irgendwas machen? Oh, das sieht alles so schön aus hier. Boah. Das... Ne, wir bleiben jetzt erstmal hier. Hawking Etta. Und zwar... die Musik ist auch so schön. So, Sentry. Wir gehen erstmal... Ja, hier mal auf Tamera. So, was haben wir hier? Tamahera verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Xenon. Nicht gerade so richtige Gase, die man gerne mal einatmet. Die hauptsächlich aus Natriumoxid und Calcium vorkommen. Bestehende Oberfläche ist eiskalt. Neben ein paar kaum nennenswerten Metallen gibt es hier nur Felsen. Die Existenz von Canyons und Flutebenen belegt, dass es auf Tamahera einmal flüssiges Wasser und eine dichtere Atmosphäre gegeben haben muss. Aha. Orbitalperiode 1,4 Erdenjahre, Radius 6302 Kilometer, Tageslänge 41,1 Erdenstunden, Atmosphärendruck 0,43 ATM, Oberflächentemperatur minus 30 Grad, oh, so Nordpoltemperatur, Oberflächenschwerkraft 0,66 G. Also da ist man ein bisschen leichter als auf der Erde. Okay. Können wir da was machen? Na, da kann man noch nichts machen. Okay. Können wir da was machen? Ah, erkunden können wir. Tarrupto ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Schwefel nachweisen lassen. Auch wieder so Substanzen, die man nicht gerne einatmen sollte. Er hat über 100 Monde und einen großen Ring aus pulverisierten Gestein, vermutlich die Trümmer kollabierter Monde. Aha. 128,2 Erdenjahre. Radius 68.700. Oh, sind ziemlich groß. Wir erkunden denn mal. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Tarrupto haben sie einen winzigen Mond entdeckt und ein paar seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat ein paar weitere Scans durchgeführt und eine Rettungskapsel entdeckt. Ihr Bergungsteam wurde zur Untersuchung der Kapsel ausgesandt und fand ein Medaillon des Salarianerordens. Oh, cool. Okay. Was haben wir hier noch? Entschuldigung, wenn ich das alles vorlese, aber ich finde das so interessant. Keldagon ist ein trockener terrestrischer Planet, der zwar etwas größer als die Erde ist, aber eine geringe Dichte hat. Hier gibt es also keine nennenswerten Vorkommen von schweren Elementen. Die Oberflächenschicht besteht aus Zinn und Aluminium. Auch wieder so Zeug, was man nicht unbedingt im Körper haben will. Zinn und Aluminium. Der feine Sand der Wüstenebenen ist durch Winde in ständiger Bewegung. Das spektakulärste Merkmal von Keldagon ist natürlich der große Spalt, der die gesamte südliche Hemisphäre durchzieht. Faszinierenderweise scheint dieser Spalt nicht natürlichen Ursprungs zu sein. Die geologischen Daten besagen, dass der Spalt durch einen Streifschuss einer Massenbeschleunigungswaffe mit unvorstellbarer Leistungsfähigkeit entstanden ist. Dieser Vorfall muss sich vor 37 Millionen Jahren ereignet haben. Minus 53 Grad Celsius. Ach du Heilige. Du weißt, sieht da ja so heiß aus. Okay, da können wir auch nichts machen. Was haben wir hier? Ah, hier. K-
Kantra ist eine mittelgroße terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Auch wieder so Zeug. Alter, die haben alles so Zeug, was nicht so gesund ist für die Lunge. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Zinn mit Vorkommen an Calcium. Calcium ist gut. Außer den spektakulären Eisformationen auf den Polen gibt es nicht viel Außergewöhnliches bei Planeten zu berichten. Minus 175 Grad Celsius. Ach du Heilige. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Bei Scans diesen Planeten haben sie ein großes Vorkommen an Kobalt entdeckt. Okay. So, warte mal, wir haben jetzt den erkundet. Wir haben den erkundet. Den und den. Ansonsten ist hier ja nichts. Centauri. Okay, aber hier ist nichts. Ist schlecht. Jetzt will ich mal kurz in den Kepler-Randsektor. Ja. Flieg mal dahin. Ich gehe mal noch ein bisschen jetzt das Ding erkunden. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich erhielt einige beunruhigende Informationen, Commander. Wir brauchen Ihre Hilfe. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Alle 4 Wissenschaftler haben an einem Geheimprojekt auf Arkuse gearbeitet. Dort fand vor einigen Jahren ein brutales Massaker statt. Eine ganze Einheit wurde von Dreschschlunden getötet. Es wurde als Naturkatastrophe eingestuft, aber die Projektdaten fallen mit den Angriffen zusammen. Das kann kein Zufall sein. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt, Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Okay. Hä, aber ich muss jetzt erstmal raus, weil dieses... Ihr habt ja gesehen, es ruckelt hier wie Sau, wenn der da steht. Ich mache jetzt erstmal speichern. Und dann machen wir dann da mal weiter. So, warte mal, das überspeichern wir mal. Yep. So, speichert Inhalt, 24. So, Spiele gespeichert. Dann machen wir dann da weiter. Nur wenn wir mal die ersten Planeten jetzt weiter erkunden. Entschuldigung, wenn jetzt in diesen Folgen hier nicht viel dabei rausgekommen ist. Aber ich finde es halt eben immer so interessant, wenn man da so ein bisschen sich mit den Leuten unterhält und noch ein bisschen was über die Geschichte erfährt. Action kommt noch, kommt bestimmt noch genug. Bis dahin, danke fürs Zusehen, wünsche euch was und sag Adios.